TV Total wird Ihnen präsentiert von Stefan Raab. Hallo, ich bin Maria. Herzlich willkommen bei TV Total. Heute wird's geschickt bei Silbereisen, Philosophisch bei Gigi und heiß beim Urlaubscheck. Und hier ist Ihr Spaßthermometer, Sebastian Papa. Geile Klamotten, ey. Ist das schön warm da draußen? Ist das schön warm? Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Schwitzenden und Schwitzer da draußen, zu TV Total! Ach, hier, warte. Köpfer, ne? Köpfer oder Bombe? Köpfer oder Bombe? Was soll ein Mann? Köpfer oder Bombe? Und? Oh, oh. Das ist besser jetzt. Ich hatte schon heiße Füße. Leck mir am Arsch. Am besten ist diese Brille. Wirklich. Das ist das Beste, was es gibt. Das Blöde ist, wenn es runtergeklappt ist, sehe ich nichts. Wirklich gar nichts. Ich muss sie ausziehen. Flo, passt du mal drauf, aber schön hinterher wiedergeben, ne? Ist mir wichtig, die Brille. Es ist heiß, liebe Freundinnen und Freunde da draußen. Es ist sehr heiß. Ja, seit Aufzeichnung des Wetters hat uns Männer der Teufel ja eigentlich Einhalt geboten. Wir durften nie kurze Hosen anziehen. Aber jetzt ist es wohl so heiß. Also wer strong stayen will, bitteschön. Aber nein, wir lassen die Hüllen fallen. Ab heute ist es erlaubt. Ihr dürft kurze Hosen anziehen, liebe Männer. Dafür sind wir von TV Total. Ja, und es geht doch, oder? Es geht. Sind doch schöne Beine. Ja, ja. Endless Legs. Guck dir die Beine an. Guck dir die Beine an. Mann, ey, du. Ein Glück sind die so behaart, sonst wäre ich die Stange gar nicht runtergekommen. Dann hätte ich schön da einen runtergequietscht, wie man in der Fachsprache sagt. Es ist so heiß, meine Damen und Herren. Es ist wirklich so heiß. Gestern, mein Lieblingsmoment, zum ersten Mal habe ich warmes Lieferando-Essen bekommen. Weil es so heiß war. Das war heißer, als es aus der Küche rauskam. Das ist irre. Viele Influencer überlegen mittlerweile schon, aus Dubai zurückzukommen, weil hier der neue Hotspot ist. Ja. Es ist so heiß, meine Damen und Herren, es ist so heiß, ich musste mir erst mal aus den 4 Pfützen Schweröl unterm Auto neue Autoreifen formen. Okay, es ist so heiß. Ruhe. Mitleidapplaus ist für andere. Es ist so heiß, ich habe mir gestern das ProSieben-Logo als permanent Sonnenbrand auf den Rücken brennen lassen. Ja? Es ist so heiß, dass ich sogar die Es-ist-so-heiß-Witze nicht mehr ertragen kann, meine Damen und Herren. Mir geht's auch um sehr, ich kann es nicht mehr. Ja. Ja. Deshalb schön, dass es Formate gibt, wo man wieder runterkühlen kann, wie zum Beispiel am Sonntag war wieder Andrea Kiewel-Time, besser bekannt als der ZDF-Fernsehgarten. Und Kiwi, ach, unsere Kiwi, die war wieder in ihrem Element. Ey, die hat rumgebaggert ohne Ende. Dagegen ist der Song Laila die reinste Kommunion. Hallo. Hi, ich bin Andrea. Wie er sich geniert, so süß, ist doch nur Fake. Spiel mit. Ich hätte gerne einen Cosmopolitan. Ich wohne hier im Hotel. Jetzt die Schlagzeilen. Frau Kiwi flirtet Zuschauer an. Ja, weil sie es kann. Boah. Ich hätte immer gesagt, nimm sie weg. Oder hoffentlich kriegt gleich Stockholm. Anders ist das nicht auszuhalten. Das Syndrom, nicht die Stadt. Wie kann man die Stadt kriegen? Das geht gar nicht.
liebe Kiwi, an dieser Stelle, das war kein Flirten, ja? Und er hat sich auch nicht angestellt, er hat sich geekelt. Ja, komm, ey, da würde selbst die dauergeile Heidi Klum sagen, Kiwi, das ist ein bisschen viel, komm mal runter. Komm mal runter. Bah. Unser spezieller Service nach dem Übergriff übrigens, alle Betroffenen können sich ab sofort unter dem Hashtag Kiwi2 bei uns melden. Wir setzen uns für euch ein, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich würde jetzt aber sagen, es gibt eigentlich keine bessere Sendung, wo der Song Laila unzensiert gespielt werden kann, als der ZDF-Fernsehgarten. Aber ab dann sind wir auch in Sachen Sexismus quitt, oder? Dann sind wir quitt. Liebe Kiwi, ab dann ist wieder normal. So, haben wir geklärt. Haben wir geklärt. Check. Unter die große To-Do-Liste. Und dann ging es bei volle Kanne, ging es auch wieder heiß her. Letzte Woche war da der frisch gekrönte Mr. Gay Germany zu Gast. Ein Titel, von dem ich nicht wusste, dass man ihn bekommen kann. Schade. Und Nadine Krüger erklärt uns, wo er diesen tollen Titel bekommen hat. Und das ist interessant. Und zu Gast freuen wir uns sehr heute auf Max Appenroth, der amtierende Mr. Gay Germany. Und das ist ein aufregender Monat, da sieht man die Schärfe bei dir. Guten Morgen, Max. Schönen guten Morgen. Ja, ja. Der Gay Parade war gerade und LSD sage ich schon. LSD, genau. Was haben die zwei sich denn kurz vorher noch so alles eingeworfen? Wer geht nicht gerne auf die großartige LSD-Parade? Vor allem, wie kann man das nur verwechseln? Das verstehe ich gar nicht. Das eine heißt Lysergie. Weißt du, willst du einmal schlau wirken? Ich bitte für diesen Fehler. Ich mache alles nass. Um Entschuldigung. Wie kann man das denn nur verwechseln? Lysergsäurediathylamid und Christopher Street Day. Also wirklich. Wirklich. Das klingt doch gar nicht gleich. Wie kann man sich da auch versprechen? Das ist ein ganz einfaches Wort. Gut, nach beiden kann man aufwachen und sich denken, mein Gott, bin ich im Arsch. Ja, bei LSD und beim CSD. Das gibt Post. Mr. Gay Germany. Auch schön. Dürfen da dann eigentlich diese ehemaligen russischen Kugelstoßerinnen auch mitmachen? Nein, nein, nur, ja, ich frage mich, was machen die jetzt? Die können ja nicht nur Umzüge machen, die müssen ja noch irgendwo anders, wo man auch schwer heben muss. Gut, weiter geht's. So richtig rund lief es in der Sendung übrigens grundsätzlich, aber nicht für Nadine Krüger, weil auch später hatte sie einen richtig fiesen Versprecher. So, inhaltlichen harten Kack, Cut. Inhaltlichen hat, das muss, ja. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und schon dieser Satz in dem Zusammenhang ist schwierig. Inhaltlich harter Kack. Sind die da immer noch beim Thema LSD, CSD? Wo sind die jetzt genau? Harter Kack kenne ich jetzt nur nach einem schönen Raclette-Abend. Ne? Samstags hast du den und anderthalb nur Stunden später denkst du immer noch, Diamanten. Gibt es eigentlich was von Ratiofahren? Gibt es nichts, ne? Oder? Gibt es da was? Eine Banane? Oder ist das eher dann noch schlimmer? Noch schlimmer, bloß keine Banane, wieder was gelernt, wieder was gelernt. Harter Kack, finde ich, beschreibt auch volle Kanne ganz gut. Volle Kanne, harter Kack. Ist das das Niveau der Sendung heute? 40 Grad und wird, naja. Irgendwie scheint Nadine aber so ein bisschen müde zu sein. Vielleicht hat sie auch zu viel CSD zu sich genommen, man weiß es nicht. Wir gehen jetzt aber mal weg von den harten Drogen hin zu den richtig harten Kerlen. Und wer ist der härteste Kerl da draußen? Friedrich Merz. Friedrich Merz hat auf seinem Insta-Kanal wieder wirklich Premium-Content gezeigt. Und zwar diesmal mit einer Eule. Und wenn Sie jetzt denken, wie Eule, schauen Sie mich nicht so an, schauen Sie es sich selber an. Ja? Mein erster Gedanke war, wo ist die Eule? Ist er ein Zauberer oder was? Und dann, wenn man mal näher auf das Bild zoomt, können wir das mal machen, da sieht man hier ein Stromkabel. Und wirklich, und da rechts, da sind noch ein paar Federn. Was hat Friedrich Merz zur Eule angetan? Weißt du, am Anfang denkst du noch, alles gut, weißt du, Privatflieger unter sich. Und dann, pst, Britzel, Flump.
Wobei ich dachte auch zwischendurch, boah, ist Harry Potter hässlich geworden. Und dann hält er den Vogel auch noch so wie so ein Eis, ne? Ich dachte so, gleich leckt er an der Eule. Eulen-Eis. Was sollte die Aktion? Was war das? Ein März für Tiere? Was war das? Da müssen wir CSI irgendwie was draus machen. Ja. Leider ist es natürlich sehr, sehr tragisch, wie die Geschichte mit der Eule dann, wie die dann weitergegangen ist, meine Damen und Herren. Dann mach's mal gut. Ja. Gute Reise für dich. Ja? Schon traurig, weil kleiner Trost an dieser Stelle. Die Eule ist gestorben bei dem, was sie liebte. Flüchten vor Friedrich Merz. Nee, war nur Spaß, die lebt natürlich noch. Die ist jetzt in einem Eulenkrankenhaus, weil sie eine Beule hat. Boah, ich glaube, ich hab Hitze. Viel mehr Sorgen mache ich mir, aber sollte die Eule überlebt haben, wird sie ja definitiv so ein Trauma haben. Ein Friedrich-Merz-Trauma. Und die Therapie zahlt ja keine Krankenkasse. Ne? Oder haben Eulen eine Krankenkasse? Die haben sie ja nicht Krankenversicherung. Privat versichert, wahrscheinlich. Ja. Aber wie sieht dieses Trauma dann aus? Ich stehe für Aufbruch und Erneuerung der CDU. Oh. Oh. Da würde ich ja selber freiwillig gegen eine Scheibe fliegen wollen. Was anderes habe ich schon entdeckt, und zwar bei RTL Plus läuft gerade Ex on the Beach. Wer guckt Ex on the Beach? Beach? Drei! Ihr seid die drei Zuschauer, die haben. Cool, dass ihr mal hier seid. Das ist aber, ganz ehrlich, das ist Premium-Trash vom Feinsten, weil mit dabei ist Gigi. Und Gigi, das ist ein echter Held. Und als die Kandidatin Jill Besuch von ihrem Ex bekommt, mischt sich Gigi gekonnt in deren kleines Streitgespräch ein. Ohne Scheiß, ich weiß nicht, was dein Problem ist. Du weißt nicht, was deine Fehler sind. Das ist das Problem. Das war schon immer das Problem. Du hast mich von vorne bis hinten verarscht. Bei mir selbst? Du hast mich von vorne bis hinten verarscht. Eine Frage. Bitte. Stehst du auf Mann und Frau oder nur? Nee, nur Frau. Nur Frau. Wollte nur mal fragen. Ich frag mich immer noch, ist der echt? Ist der wirklich so? Also wie der dieses Rationale zurück in Diskussionen bringt, das ist so nett. Das kann nur Gigi. Und einer muss es ja fragen, ne? Ich glaube ja, der steht auf alles, was nicht bei drei auf der Bumsinselpalme ist, aber das ist eine andere Geschichte. Jeder normale Mensch hätte gefragt, stehst du auf Mann oder Frau? Nur Gigi. Gigi ist immer einen Schritt voraus. Der plant alles. Ich glaube, der hat sogar einen Zettel, da steht seine Bums-Strategie drauf. Und ich bin in der freudigen Lage, ich habe diesen Zettel hier. Wir schauen uns jetzt mal seine Bums-Strategie an. Und ja, das habe ich mir gedacht. Der bumst einfach alles. Mann, Gigi. Es gibt doch immer diese Sommerinterviews mit Politikern. Ich würde gerne mal so ein Sommerinterview mit Gigi. Gigi interviewt Herrn Scholz, Lord Valium von Schnarchistan. Und Gigi, das würde ich mir gerne angucken. Ja, wenn dann Gigi Herrn Scholz fragt, sag mal, warum hast du nicht aufgehört, keine Politik zu machen? Ne? Herr Scholz sofort. Das ist ein Interview, weißt du, da reicht auch meine Aufmerksamkeitsspanne. Ich komme mir vor, wie sie in so einem Fischteich. Dann ging es noch weiter mit Jill. Und als Jill dann ihrem Ex erklärt hat, warum Gigi so ein toller Hecht ist, wer hat sich sofort wieder dazwischen gemeldet? Gigi. Nimm den Beispiel an Gigi, der ist ein übelster Fuckboy. Gigi, ist das wahr? Und der hat jetzt schon drei Frauen im Haus geküsst, aber der spielt mit offenen Karten. Der sagt das ganz ehrlich, was der will. Aber das habe ich dir auch gesagt. Am Anfang, aber danach nicht mehr. Vier Frauen. Das ist wichtig.
Leute. Drei, vier, warum nicht beides? Drei. So geht das, ja. Gigi ist in Sachen Frauenbuchhaltung richtig gut. Ich glaube, den lasse ich demnächst mal eine Steuer machen. Ja, drei, viermal rumgeknutscht. Und dann ist der schon Fuckboy, das finde ich interessant. Nach drei, viermal rumknutschen, was macht das aus Andrea Kiewel? Nur gefragt, nur gefragt. Aber auch Gigi bekommt dann irgendwann noch Besuch von seiner Ex, von Michelle. Und da ist die Stimmung auch nicht gut, sogar ein bisschen angespannt. Aber Gigi wäre nicht Gigi, wenn er nicht Gigi wäre. Love me or leave me. Just rub me the right way like a genie. Three wishes, that's easy. Guck mir ihn an, du hast jetzt recht, mir anzugucken. Wenn du mich anguckst. Ja, weil ich dich auslache. Wenn du weißt, dass ich dich angucke, dann weißt du, dass du mich angeguckt hast. Oder kurz zusammengefasst. Ich gucke. Aber schon geil. Wenn du weißt, dass ich dich anguck, dann weißt du, dass du mich angeguckt hast. Ey, nimm das, Richard David Precht. Das ist Philosophie für hier. Und so. Ich finde das ein Schild, oder? Können wir ein Schild haben? Habt ihr ein Schild? Ich finde das ein Schild wert. Ist das ein Schild? Das ist ein Schild! Wenn du weißt, dass ich dich anguck, dann weißt du, dass du mich angeguckt hast. Ich mach hier alles nass. Wichtig ist immer, guten Willen zeigen, aufwischen tun's andere. Wer hatte die Idee mit dem Swimmingpool? Den Spruch finde ich gut. Ich würde gerne noch mal heiraten, nur um das als wie heißt das, Ehegelöbnis, ne? Wenn du guckst, kannst du nur gucken, weil ich gucke. Ich kann schon wieder nicht mehr, ich brauch's Schild, ist zu weit weg, ich stehe im Wasser. Gut.